Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, in dem ich euch mal meinen Discord-Server vorstellen möchte. Ich habe ja bereits mal erwähnt, dass ich irgendwann mal so ein Video machen möchte, wo ich den Server mal genau vorstelle, alles erkläre. Und dieses Video kommt heute. Ja, erstmal, wie kommt ihr drauf? Erstmal müsst ihr das natürlich auch installieren, beziehungsweise ihr könnt es natürlich auch meinen Browser nutzen. Ich habe das hier in dem Fall mal installiert. Hier ist jetzt noch kein Server drin, ich bin jetzt auf dem zweiten Account über online. Ja, und ja, das ist ein Test-Account. Und ich zeige jetzt einfach mal, wie könnt ihr drauf joinen und was sollte man dabei beachten. Und ja, dafür geht ihr als erstes auf irgendeines der Videos, könnt ihr auch das hier nehmen. Und dann guckt ihr doch einfach in die Beschreibung. Da findet ihr nämlich hier direkt hier einen Link. Da steht nämlich auch Discord und dann ein Link. Auf den Link klickt ihr einfach einmal drauf. Dann werdet ihr direkt weitergeleitet zu Discord direkt. Und ja, bekommt ihr jetzt hier diese Einladung. Müssen wir warten, seit sie sich mal aufgebaut hat. Genau hier. Bla bla bla. Und dann klickt ihr ganz einfach auf Einladung annehmen. Ja, dann kommt es hier direkt schon. Das hier können wir eigentlich abbrechen. Das brauchen wir nicht. Das kann dann auch weg. So. Dass es funktioniert hat, hören wir das auch schon, wenn wir das offen haben, hier an den Geräuschen. Und so gesehen sind wir dann jetzt hier auch drauf. Ihr müsst euch natürlich mit dem gleichen Account einloggen, ist klar. Und ihr müsst natürlich auch eingeloggt sein. Werdet ihr auf den Link klickt, ist auch klar. Von daher, das Ganze lädt jetzt hier leider ein bisschen lange, weil der Rechner hier nicht so ganz schnell ist. Zack, da kommt es auch. Und sobald ihr halt drauf kommt, als erstes schon mal bekommt ihr direkt hier eine Willkommensnachricht von zwei Bots. Einmal vom ME und ja auch einmal vom Wollkommer. Da steht auch nochmal, der wievielte Nutzer ihr hier seid. Und zusätzlich bekommt ihr auch nochmal eine PM vom ME, wo nochmal die Regeln reingeschrieben sind. Wie man sieht, habe ich das hier schon ein bisschen öfters gemacht. Und ja, hier findet ihr auch nochmal den Link zu den Regeln. Soll ich euch auf jeden Fall durchlesen, obwohl das meiste eigentlich nur logischer Menschenverstand ist. So, dann gehe ich jetzt hier mal diese ganzen Channels einzeln durch. Jetzt kann natürlich auch sein, dass später mal welche dazukommen oder welche wegfliegen. Müsst ihr dann immer jeweils gucken. Also, willkommen, habe ich ja gerade eben schon erklärt. Dann Infos. Hier findet ihr immer ein paar Infos dazu. Zum Beispiel auch, wie ihr eure entsprechenden Spiele fe festlegen könnt. Dafür gibt es Befehle. Zu denen komme ich dann gleich nochmal. Und ja, hier findet ihr auch nochmal den Link zu den Serverregeln. Dann die Befehle. Die findet man alle hier. Sortiert nach den jeweiligen Bots, die ausführen. Einmal so, also hier einmal durchgucken. Ja, bla bla, hier kann man noch nichts schreiben, hier kann man nur lesen. Dann kommen wir zu den Commands. Hier können wir, wie man hier oben auch steht, habe ich hier oben auch immer hingeschrieben, die entsprechenden Commands ausführen. Wie man sieht, habe ich hier schon ein bisschen rumgetestet. Und ja, hier können wir jetzt unsere Spiele zum Beispiel festlegen. Zum Beispiel sind wir jetzt Esveto-Spiel. Also, ja, es gibt also Auswahl. Wo kann ich es am besten zeigen? Ja, hier nicht. Wo kann ich es am besten jetzt zeigen? Ja, ich zeig's hier. Zur Auswahl Esveto, Galaxy of Heroes oder Battlefront. Kann auch sein, dass ich das später ein bisschen weiter zunehme. Aber derzeit gibt es erstmal nur diese drei Spiele zur Auswahl. So, ihr könnt natürlich auch mehrere nehmen, ist auch klar. Ich nehme jetzt einfach mal Esveto hier. Also dann gebe ich einfach ein Ausrufezeichen Add Strich Esveto. Und dann drücke ich Enter. Und dann sehen wir hier, du bist nun Esveto-Spieler zum Entfernen. Remove Esveto. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, bin ich jetzt hier auch als Esveto-Spieler eingeteilt. Wenn ich jetzt noch ein anderes Spiel haben möchte, gebe ich jetzt zum Beispiel ein Ausrufezeichen Add Strich GOH für Galaxy of Heroes. Klicke ich auch drauf, zack, jetzt bin ich Galaxy of Heroes Spieler und das wird jetzt auch hier so entsprechend angezeigt. Wenn ich jetzt mich irgendwo vertippt habe oder ein bestimmtes Spiel nicht mehr spiele, kann ich ganz einfach, wie man sieht, wie es hier auch steht, Ausrufezeichen Remove eingeben. Remove Galaxy of Heroes zum Beispiel. Ja, natürlich nicht so. Jetzt habe ich selber gerade den Strich vergessen. Wenn es nicht, wenn ihr es falsch gemacht habt, könnt ihr es einfach wieder löschen oder so machen. Und schon sind wir kein Galaxy of Heroes Spieler mehr und wir sehen, der Rang ist jetzt verschwunden. Genau das gleiche können wir auch mit Esvetor machen. Ausrufezeichen Remove minus Esvetor. Zack, und schon bin ich kein Esvetor Spieler mehr. Jetzt bin ich nur ein normaler Spieler. Also das hier ist der Standardrang, der wird euch auch automatisch gegeben, da müsst ihr gar nichts machen. Das hier mit dem automatischen Rang hier, mit dem dass der durch die Ränge gibt, habe ich deswegen gemacht, dass mich nicht immer jeder anschreibt und ich dann immer fragen muss, welches Spiel spielst du überhaupt. So könnt ihr euch das Ganze selbst festlegen. Dann kommen wir zu dem Bereich, in dem ihr gar nicht schreiben könnt. Und zwar ist es hier der soziale Medien- und News-Bereich. Da gibt es einmal den YouTube-Twitch-Bereich. Hier findet ihr immer die neuesten YouTube-Videos, die immer online gestellt wurden. Und hier im Sticky, könnt ihr mal raufklicken, findet ihr die derzeit eingetragenen YouTuber. Einmal natürlich ich, wer hätte es gedacht, Remus und Trafan. Die habe ich jetzt hier eingetragen. Falls ihr auch YouTuber seid und auf dem Server seid, könnt ihr dann euch natürlich auch bei mir melden, mich am besten anschreiben und dann kann ich euch da auch eintragen. Da werdet ihr auch hier angezeigt. So, dann kommen wir zu den Esveto News. Ja, News zu Esveto steht auch da oben. Hier werden immer die aktuellsten Esveto News gepostet.
Mittlerweile wird das hier aber nicht mehr so geschrieben mit Hey Everyone, also ihr werdet euch nicht mehr erwähnt. Ich denke mal, jeder hoffentlich weiß, wie Discord funktioniert. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal, wofür das ist. Damit wird halt kurz gesagt, jeder mehr erwähnt, wenn eine neue Nachricht kommt. Das kommt dann später nicht mehr. Ihr könnt den ganzen Mal auf die Links raufklicken und dann euch entsprechend das anschauen. So, aber immer wenn was Neues kommt, dann steht die News Thread ist updated, check it out, dann der Link zu dem Thread und dann ein Link zu dem Beitrag, der neu ist, kann man auch aufklicken. Dann ist man hier auf der Seite und dann steht das Ganze hier. In dem Fall jetzt hier die Patch-Nachricht. Dann geht's weiter mit Twitter. Auch hier kann man, wie gesagt, nichts schreiben. Hier kann man auch wieder nur lesen. Das sind nämlich alle Tweets, die auf meinem Twitter-Account ja geschrieben werden. Die werden hier automatisch reingepostet per Webhook. Ich erkläre jetzt mal nicht, was ein Webhook ist. Vielleicht mache ich auch mal ein Tutorial dazu, wie das geht. Für alle, die es nicht wissen, ist gar nicht mal so schwierig, aber auch gar nicht mal so einfach. Und ja, RT heißt bei Retweet. Die, wie gesagt, wird automatisch gemacht. Von daher kann ich da keinen Einfluss drauf nehmen. Der schreibt das jetzt hier so. Wahrscheinlich schreibt es Twitter intern auch so. Dann machen wir weiter mit Reddit SWTOR. Hier werden Reddit-Beiträge von SWTOR gepostet. Also alles Mögliche, was im Bereich SWTOR von Reddit gepostet wird, wird hier auch nochmal reingeschrieben. Und ja, wenn euch bestimmte Bereiche stören, wenn ihr da keine neuen Benachrichtigungen bekommen wollt, zum Beispiel hier kommt öfters mal was Neues, klickt ihr einfach hier oben auf Stumm schalten und dann bekommt ihr keine Benachrichtigung mehr. Könnt ihr ab und zu mal raufklicken, aber sonst, ja, piept das nicht jedes Mal, wenn ihr neue Benachrichtigungen bekommt. Ist ganz praktisch. Dann kommen wir zum Bereich Allgemein und andere Games. Einmal hier den normalen Chat. Das ist der ganz normale Server-Chat, steht auch hier. Hier könnt ihr ganz normal schreiben. Zum Beispiel Hallo. Und da könnt ihr auch Smileys benutzen, wie zum Beispiel hier auch dieses als paar Zeichen, die wir selber eingeführt haben. Zum Beispiel hier das Credit-Zeichen oder auch das Kartellmarkzeichen. Könnt ihr benutzen, wie ihr wollt. Ja, zum Beispiel so. Jetzt wurde ich gerade hier auch noch unten benachrichtigt. Toll, weil ich hier gerade geschrieben habe. Von daher, ich werde jetzt das mal wieder rausnehmen. Rausnehmen, habe ich gerade gesagt. Weil das hier bloß ein zweiter Account ist, so. Dann gibt es auch nochmal einen Chat für Galaxy of Heroes, für Battlefront und einen Chat für Spoiler. Das heißt, hier könnt ihr Spoiler schreiben, ohne sie irgendwie zu markieren. Aber Achtung, hier lesen auf ein eigenes Risiko. Also wer hier Spoiler sieht, ja, Pech gehabt, sage ich da mal so. Also wer hier raufklickt, muss auch damit rechnen, dass man gespoilert wird. Ja, macht ja auch Sinn. Dann gibt es einen eigenen Chatbereich für SWTOR. Da haben wir hier für Allgemein. Gut, da steht bisher noch nicht so viel drin. Ist natürlich immer anders, was bei euch dann drin steht. Einmal für Flashpoint-Operationen, einmal für PvP. So, vielleicht kommt da auch später wieder noch, wie gesagt, noch was dazu. Dann haben wir hier eine ganze Menge Sprachkanäle. Einmal Allgemein. Ja, gut, irgendwas. Cantina, vielleicht mache ich da sogar auch noch eins und zwei irgendwo mal draus. Flashpoint, PvP, fürs Aufnehmen, fürs Streaming und falls man AFK ist. AFK wird man automatisch auf 15 Minuten eingeteilt. Ja. Und dann hier noch ein Bereich für Musik, auch wieder hier mit dem Chat-Command, mit dem Commands-Chat, so rum, könnt ihr dann entsprechende Befehle eingeben, um Musik zu starten. Dafür joint ihr ganz einfach hier so rein. Ja, ist ja okay. Das, wenn ihr das erste Mal macht, kommt das immer. Man kann ja nämlich nicht reden im Chat, da gebt ihr einfach die entsprechenden Befehle ein. Müsst ihr ja nachgucken hier beim Chat-Bereich, hier Befehle-Übersicht. Die einfach bei den Musikbots hier, zum Beispiel bei dem jetzt hier, würde der Befehl zum Beispiel sein, Play oder irgendwie sowas hier, Musik. Na, wo ist es jetzt hier? Play. Da. Und dann einfach einen YouTube-Link oder sowas reinschreiben. Oder glaube ich auch Niedklammer geht manchmal auch. Und ja, könnt ihr halt hier durchklicken. Irgendwo reingehen. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch reden. Und ja, sehr ruhig da. Das war es eigentlich so gesehen auch. Und ja, natürlich auch könnt ihr auch andere Befehle benutzen. Zum Beispiel könnt ihr auch hier Befehle starten, die jetzt auch hier so stehen. Zum Beispiel und help eingeben. Dann bekommt ihr eine Liste von Tutorials angezeigt, die es so gibt. Von SWTOR einmal, von Windows und auch noch über was anderes. Zum Beispiel das Ignite Tutorial. Jetzt habe ich jetzt mal als anders eingeordnet. Bei Fragezeichen help. Ja, gut, wird da ja noch andere Zeug angezeigt. Irgendwelcher Fun-Kram, Infos, Musik kann er auch spielen. Über Levels, über Utilities, Moderation und Actions haben wir zum Beispiel auch noch einen eigenen Befehl, Support Me. Und ja, dann wird hier YouTube-Link angezeigt, Twitter-Link, Webseite und Forum. Gleichzeitig wird es hier auch nochmal geöffnet, falls ihr es aktiviert habt. Dann gibt es auch nochmal Ausrufezeichen Help, das ist das gleiche in Grün. Und für die ganz anderen Typis kriegt man auch nochmal einen Help-Befehl. Von daher könnt ihr euch hier einfach mal durchgucken, durchklicken, aber spammt mit den Befehlen bitte nicht zu sehr rum. Ihr könnt es zwar benutzen, so wie ihr wollt, aber nicht dauerhaft zum Beispiel Help eingeben und damit den Chat voll spammen. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber ihr könnt gerne mit den Befehlen ein bisschen rumspielen. So, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ziemlich kurz, ich weiß.
War ich auch nicht wirklich spannend. Link natürlich in der Beschreibung, wo ihr dann beitreten könnt. Und ja, ich freue mich natürlich auf euch, wenn ihr Bock habt, dabei zu treten. Und wer nicht will, der will eben nicht. Ist, wie gesagt, natürlich freiwillig. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommis damit. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald und ciao.